Mein Name ist Simon Schäfer. Ich bin Bildhauer und Medienkünstler und ja, alles, was so ansteht, Circuitbänder, das ist irgendwie eins, das ich irgendwann so gefunden habe. Das lief immer so parallel zu meinem Kunststudium auch und hat sich irgendwann so ein bisschen als eins der Hauptfelder konzentriert. Dass ich Musikinstrumente baue. Auf eine ziemlich verrückte Art, sowas hier. Ja, das ist irgendwie im Prinzip experimental-elektronische Methode, Musikinstrumente zu bauen. Ich nehme Geräte auseinander und stoche relativ wahllos auf der Platine rum. Obwohl nicht mehr so wahllos, aber am Anfang hat das so angefangen. Also da gibt es auch die schöne Technik, dass man einfach die Finger ableckt und irgendwie so ein bisschen auf der Platine rumpatscht und guckt, was passiert. Und das hat mich, ja, das begleitet mich eigentlich jetzt auch schon. Ich mache damit Musik, die wiederum für mich wieder eine sehr klare Verbindung zurück zur Bildhauerei hat, weil sie meines Erachtens sehr physisch ist. Genauso auch wie irgendwie, ja, ich baue Videogeräte, was für mich auch wieder über das Bild hinaus eine dreidimensionale Komponente hat. Also alles kommt wieder eigentlich zurück für mich zum Raum und zum Objekt. Ich habe irgendwie Kunst studiert in Offenbach und in London. Und während des Studiums hat sich aber irgendwie, also ich habe Bildhauerei studiert und Medienkunst und alles andere, was ich inzwischen so mache, hat sich entweder einfach aus einem weitergehenden Interesse eine neue Herausforderung ja, irgendwie aus solchen Gründen ergeben, weil es halt ja eh nie aufhört, was man dann so als nächste Interessen noch aufbaut. Der typische Arbeitstag existiert überhaupt nicht, weil grundsätzlich mein Betätigungsfeld irgendwie so überall ist, dass, ja, weiß ich nicht, dass ich eigentlich, das ist auch so eine Sache, die manchmal so ein bisschen merkwürdig ist, dass relativ wenig Struktur drin ist. Im Moment auch gerade dadurch geschuldet, dass ich kein Atelier habe. Besteht mein typischer Arbeitstag im Moment gerade darin, so ganz viel irgendwie meine eigenen Arbeiten durch meine Dokumentation durchzugehen und meine Webseite zu bauen. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber sonst gibt es einfach, also fallen alle möglichen Sachen, alle Schlag an. Ich habe eben dann hin und wieder gibt es Ausstellungen, ich trete mit meinen Instrumenten auf. Ich bin das ganze Jahr über relativ viel am Reisen gewesen, weil vor allen Dingen die Auftritte irgendwo anders immer besser bezahlt werden als in Berlin. Das ist ja sowieso die eherne Regel, dass irgendwie, aber das war auch immer so gewesen, in jeder Stadt, wo man wohnt, wird man außerhalb besser bezahlt, als das in der Stadt ist, wo man wohnt. Aus irgendwelchen Gründen scheint das so zu sein. Ständig. Es gibt eigentlich, also davon abgesehen, dass es natürlich immer irgendwie Konstanten in der Arbeit gibt, die daherkommen, wie ich arbeite, ist eigentlich das konstante Element in meiner Arbeit der Fluss. Und das glaube ich auch an einem bestimmten Punkt ein sehr, sehr wichtiger Moment in meiner Arbeit geworden ist, dass ich das Fließende und irgendwie, also meine Arbeit sich immer mehr zu einer Prozesshaftigkeit entwickelt hat und viel weniger auf den, also dass so irgendwie dadurch, dass ich Bildhauerei studiert habe, ich früher ganz viel
eher in, sagen wir mal, eine gewisse Art von Produktdenken da drin hatte. Und am Ende stand eben das Objekt oder die Installation. Und inzwischen sind für mich viele Sachen, ich glaube, dadurch, dass ich mich weit mehr und weit eingehender mit Improvisation in Musik auseinandergesetzt habe, ist mein ganzer Arbeitsprozess sehr viel improvisierter geworden. Also es ist sehr viel, und das ist dann auch wieder in die bildende Kunst zurückgeschwappt, dass ich inzwischen Ausstellungen auch einfach so mache, dass ich ohne jegliches Material anreise und die Skulpturen dann einfach vor Ort aus Materialien, die ich da irgendwie finde, zusammen improvisiere. Gute Arbeit ist, naja, grundsätzlich irgendwie schon erstmal das, die Balance halten zwischen den Glücksmomenten, die ich irgendwie daraus ziehen kann. Also es geht ja, es gibt ja irgendwie diese Glücksforschung, wo so herausgefunden wird, wie durch selbstbestimmte Arbeit eben diese Flow-Momente entstehen können und einfach dieses einerseits eben, also ich glaube, was für mich irgendwie ein ganz wichtiges Element ist an dem, was ich mache, was ich irgendwann dann auch festgestellt und für mich selber als ein wichtiges erkannt habe, ist irgendwie ein rauschhaftes. Je nachdem, in welchem Zusammenhang, also einerseits, ich bin einfach sehr gut mit meinen Händen und durch zum Beispiel den Löten oder irgendwelche Sachen bauen, so ein meditatives entstehen kann, wo ich einfach auch stundenlang weitermache und irgendwie nichts esse und irgendwie diese ganzen Geschichten. Und dann als Gegengewicht dazu letzten Endes die Bühne, die mir irgendwie das die Möglichkeit bietet, auch wenn ich völlig nüchtern dahin gehe, auszukommen und mir schwappen irgendwie die körpereigenen Drogen bis hier. Ja. Das ist die Kascha Justka. Mit der habe ich 2 Jahre lang zusammen einen Laden betrieben, was irgendwie so ein verrückter Ort war, weil in dem Laden irgendwie haben wir eigentlich so gut wie nie was verkauft. Also dass wir damit wirklich irgendwie Ladengeschäfte gemacht hätten, ist, glaube ich, an der Hand abzählbar. Die mich sehr beeindruckt, weil sie eine sehr intensive Künstlerin ist, sich mit ganz unterschiedlichen Formen von Energie auseinandersetzt.